Deswegen, ab geht's! So. Jo. Oh, das war ganz schön laut, wa? Jetzt höre ich hier nichts für die nächste halbe Stunde. Hast du das mitgekriegt? Dieses. So krass. Okay. Ich bin Taub und das ist Franz. Hallo Taub, schön dich zu sehen. Wir haben ein neues Add-on, das bedeutet für euch Knuspermäuschen da draußen, dass eure Mods nicht mehr funktionieren und ihr einen riesengroßen Bildschirm hattet mit deine Mods funktionieren nicht mehr. Wer den weggeklickt hat, so wie ich Tutorials, einfach das Spiel soweit, ich glaube die Mods aktivieren, das Spiel neu starten und dann ist alles gut. Also passt auf, wir hatten einen Patch. Patch heißt Patch. Das. Patch, das heißt Patch heißt Patch. Patch. Den gibt's for free. Es gibt immer wieder kostenlose Patches bei die Sims. Sehr und gut. Das war der Osterpatch und sie haben sich gedacht, hey, bringen wir doch die Pflanzen-Sims rein. Und wie immer bei so einem großen Patch, der ein fucking Gigabyte groß ist. Drei. Das waren drei? Du hast 3 Gigabyte runtergeladen. Oh, sogar 3 Gigabyte. 3,12 oder? Also ein 3 Gigabyte großer Patch für einfach nur grün gefärbte Sims, die nicht mehr kacken müssen. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Wir werden es ausprobieren, wie gut das ist. Aber wie immer bei so einem Patch, eure Modifikationen werden deaktiviert. Das sagt euch auch ein Fenster. Das müsst ihr auch lesen, aber ich lese es immer wieder in Kommentaren. Meine Mods gehen nicht. Das liegt daran, dass ihr in die Systemeinstellungen gehen müsst und dann dort die Modifikation wieder aktivieren müsst und das Spiel neu starten müsst. Und ich weiß auch nicht, warum ihr das macht, okay? Ich verstehe es auch nicht, warum das. Also das ist. Naja, das Spiel würde halt eventuell gar nicht erst starten, wenn eine Modifikation inkompatibel ist. Ich meinte eigentlich, ich sehe keinen Unterschied zwischen dem, was ich gesagt habe, zu dem, was du gesagt hast. Aber meins war bestimmt auch nicht so ausführlich. Ab geht's, komm, wir lesen jetzt die Pflanzen-Sim. Es ist halt einfach wieder so eine Herausforderung, wie diese Dias Los Muertos-Herausforderung. Sammle magische Bohnen, züchte einen Baum, werde eine Pflanze. Das klingt ja erstmal lustig, Plants vs. Zombies können wir gut bei uns gebrauchen. Du wolltest schon immer gerne Photosynthetisieren ist ein geiles immer. Wort. Auf die Toilette zu gehen ist dir ein Graus, die Pflanzen-Sims sind da und du kannst auch einer werden. Wie gesagt, grüne Sims, die nicht mehr kacken müssen. Für kurze Zeit können Sims magische Bohnen von Pflanzen-Sims in der Spielewelt erhalten, um die Pflanzen-Sim-Herausforderung abzuschließen. Interagiere mit Jasmine, um mehr zu erfahren und beginne magische Bohnen zu sammeln. Erfahre mehr. Jasmine. Nein. Okay. Jasmine ist schon mal für mich. Nicht? Nee, kommt nicht in Frage. Willst du nicht ein Pflanzen-Sim werden? Ja klar, warum nicht? Ich meine, du bist ein Zombie, du bist ein Vampir, ich wäre dann eine Pflanze. Das bedeutet, du würdest mich nicht mehr beißen, um an meinen Saft zu kommen, sondern wartest einfach, bis meine Knospen blühen. Wo waren das denn hier? Da, Not a Vampire, genau da sind wir. Das war lustig, zu gucken, ob wir aus dir ein Pflanzenzimmer machen können. Okay, ab geht's. Ich meine, ich bin sowieso schon Vegetarier, von daher. Ist danach grün halt, ne? Ja, passt. Kommst du mit klar? Ja, grün steht mir doch durchaus. Ja. Weil dann wäre es plötzlich das Let's Play die Sims 4 Plants vs. Zombies, oder? Plants vs. Vampires. Ja, bisschen, ne? Ja. Wobei wir ja dann zusammenarbeiten würden, ich weiß nicht, ich meine, ich weiß die. Es gab immer schon Doppelagenten. Die fallen hin und dann wächst da Gras drüber und dann hat man Humus und das ist gut für Pflanzen. Ich würde ja sagen, wir testen bei mir, ob ich elektrisch leitfähig bin. Ja, warum nicht einfach mal experimentieren und Strom durch Moos leiten? Richtig. Das war echt spannender Fernsehcontent, den wir uns angeguckt Danke haben. Danke dir, Max. Du bist ein toller Sender. Das Aber deine Inhalte schon sind manchmal fragwürdig. Ja, allerdings. So, also abgesehen davon. Du mal wieder rum. Ja, achso, na gut, ich stehe sowieso rum wie eine Pflanze, von daher passt doch. Okay, schließe die Sammlung ab, indem du mit Pflanzen-Sims sprichst, die auf einer aktuellen Laune basierende magische Bohnen von ihnen zu halten. Wenn du mehr erfahren, deine eigene Sims, ruf Jasmine an. Okay, wir haben 18 Tage dafür Zeit, das sollten wir hinkriegen. Die Spieler auf der gesamten Welt haben insgesamt 232.000 magische Bohnen gesammelt, oh mein Gott! Was sollst du jetzt machen? Umarmen, ist okay. Leckere Straßenkuchen steht da auch noch. Ja, also nicht der, ist halt nicht der richtige. Es ist nicht, aber ich habe den mit Liebe gemacht. Ja, ich weiß, aber er steht nicht auf der Straße. Ja, steht, es ist mehr so ein Bordsteinkuchen.
Knuddeln. Ja, doch, Knuddeln ist okay. Okay, so jetzt wir müssen Pflanzen-Sims aber suchen. Aber können wir nicht mit Pflanzen allgemein reden? Nee, wir müssen Pflanzen-Sims suchen, die angeblich überall auf der Welt herumlaufen. Das ist kein Pflanzen-Sim, das ist einfach ein schwuler Schwarzer. Hallo, der war weiß und hieß Schwarz mit Nachnamen. Ob der schwul ist, hat uns ja erstmal nicht zu interessieren. Tut mir leid, aber er läuft so. Klischees! Was macht Liv Leute? Leute ist definitiv kein Pflanzen-Sim. Du hast zugenommen. Bist dicker geworden. Aber wie? Der kann ja nichts essen. Ja, ich frage mich auch, wie das geschafft hat, zuzunehmen. Meinst du, wenn du dicke Menschen aussaugst als Vampir, wirst du dick? Wenn da zu viel Cholesterin im Blut war? Warum rennt denn der immer hin und her? Ich muss immer auch pissen, oder was ist los? Ich dachte, das müssen Vampire auch nicht mehr. Wo sind denn jetzt hier mal Pflanzen-Sims? Können wir nicht ins Gartencenter fahren oder sowas? Ich glaube, hier kriegen wir auch keine. Ich schätze mal, wir müssen... Okay, um 1 Uhr nachts ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Oder vielleicht gibt es ja so Pilz-Sims, die nur in der Nacht aktiv sind. Ich glaube, das wäre zu kompliziert für einen simplen 3-Gigabyte-Patch von EA. Wir können auch einfach ins Bett gehen. Okay. Schlafen. Oh, du hast jetzt dich verklickt. Du hast Schlafen angeklickt, ja. Nicht Techtelmechtel. Ja, naja, das... Also ich meine, schlafen und bis es morgen wird. Die König bis in den Morgen schnippschnapp. Doch klar, du kannst die ganze Nacht durchbumsen. Das wäre mir sehr neu. Ich bin müde, okay? Dauerzustand. So, also, guck jetzt. Mann, ey, bleib doch einfach liegen. Aber jetzt. Ich... Bleib liegen, was, Mann. Geh da wieder hin. Warum bin ich denn aufgestanden? Was wollte ich denn machen? Ich weiß nicht, du warst wach. Ja, du bist halt fertig jetzt. Wir wollen aber, dass es die Sonne aufgeht. Und dann kannst du dich draußen mit Pflanzen-Sims so. Und jetzt auf geht's. Jetzt gehen wir irgendwo, wo draußen Leute herumlaufen, irgendwo hin. Wenn der Ladebildschirm vorbei ist. So. Bowling-Kram. Ach nee, da waren wir schon. Nee, ich glaube, da gibt's keine Pflanzen-Sims. Aber hier, Willow Creek sieht halt schon grün aus. Okay. So, und da gehen wir jetzt einfach in den Magnolienblütenpark. Wenn es im Magnolienblütenpark. In einem Magnolienblütenpark, ja. Keine Pflanzen-Sims gibt. Rass ich aus. Oh. Schlägst du mich dann wieder? Ja. Weil du bist schuld. Okay, ist kein Problem. Du hast ihr Mäusefäustchen, das tut nicht weh. Stimmt. Ist okay. Puck, puck. Nein, keine Angst. Die schlägt mich nicht. Nein. Ich schlag sie. Aber du kannst das ganz gut wegschminken. Von der Tip-Top waren die Tutorials ganz gut. Übrigens, Tutorials gibt es auch im Fernsehen, im iranischen Fernsehen, glaube ich. Wie man sich als Frau quasi blaue Augen überschminkt. Ich weiß nicht, warum es das hier noch nicht gibt, aber... Oh, LOL, was? Oh mein Gott, das ist einfach... Und du hast dich mega erschrocken. Was für ein blöder Pendel. Ah, das war super gut, Spacko. Ich steck dir jetzt gleich meine CD rektal rein, verstehst du? Und da wirst du vielleicht nicht mehr so lustige Töne singen. Ein Pflanzen-Sim. Ah, der sieht nicht happy aus, ne? Nee, der sieht nicht happy aus. Und das bedeutet, der gibt uns dann, bitte, wir reden über Kochen. Geh weg, mir scheiß Vampir da. Ah, der mag die Sonne. Ich weiß nicht, so. Aber hat ein welkes Blümchen in der Hose. Ja, hallo! Oh, ich mag dich nicht! Alter! Also instant so, ich weiß nicht. Alter, das sieht auch nicht schön aus mit der Farbkombination. Ja, liegt vielleicht am Schnurrbart. Nee, das sieht wieder gut aus. Kennst du hier die Sonne? Oh, die ist echt voll heiß und so. Wir reden jetzt mit ihm über, wir lernen ihn ein bisschen kennen. Wir reden über Büro-Affären. Warum auch immer wir mit ihm darüber reden Kann der können. Mir nicht einfach einen Samen geben? Oh, nee, will ich nicht. Oh, nee, okay. Er steht hier, der macht gerade Photosynthese. Wir machen ihm jetzt gerade ein Kompliment. War das Conchita Wurst gerade? Ich habe keine Ahnung, was da vorbeigelaufen ist, aber... ich glaube, das ist aus... Oh, jetzt ist der ist kokett, okay. Jetzt muss mit deinem Arbeitszettel prallen. Wir müssen mit dem gut genug befreundet sein, sonst gibt er uns seinen Samen nicht. Hallöchen, die gibt uns aber. Nee, Moment. Die hat. Die hat die kriegt, ein Blümchen. Nee, die, nee, die hat den ein Blümchen. Blümchen. So funktioniert das mit dem. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Simpson schon mal so sehr. Wieso bleibst du denn nicht stehen? Jetzt schwärmen von einer neuen Show. Jetzt bleib stehen. Warte. Warte. Alter, ist dir das. Ich komme halt nicht vorbei, ne? Von Obstkuchen schwärmen, finde ich gut. Oh Mann, Franz, beweg dich! Franz, zeig ihm deine Muskeln! Jetzt komm schon! Ah, die Muskeln waren's. Ja. Oh, hey! Voll lustig! Ui, yippie, yippie. Was ist denn mit der kaputt?
Ich bin ein Kind, ich hasse euch alle, ich werde euch alle töten, la 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 la. Verpiss dich, Balk. Okay, so, oh ja, ich bin grün und bin grün. Bin ja grün. Vegan ist gut. Moment, dann frisst ihr ja mich. Oh, geil. Ich bin jetzt nicht so geil. Wächst bei dir eigentlich auch was nach? Nein, 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 nicht gehen! Alter, was geht mit dem ab? Jetzt gib mir dein blödes Böhnchen. Weh, weh, es kommt aus deinem Popes. Oh. Oh, Gott, wir kriegen seine Bohne. Geilo. Cool, wir haben eine Bohne erhalten. Wir haben jetzt... Das ist die nächste. Hoffentlich ist der nicht auch kokett. Wir müssen ja unterschiedliche kriegen. Echt? Sie verspielt, deswegen stellen wir uns los. Ja, je nachdem, welche Stimmung sie hatten, geben die uns andere Bohnen. Lustig vorstellen, das passt schon mal ganz gut, weil sie ist ja auch gerade verspielt. Oh, das fand sie richtig lustig. Das ist ja gut. Alter, die zwei Argumente. Nein, nicht schon wieder gehen. Bleib, bleib, bleib hier. Rumblödeln, Boss nachmachen. Alter, Alter, Alter. Hast du Nachäffen gemacht? Ja. Hey, ich fahr voll gerne Autos, da sterben zwar die Pflanzen, ist mir egal. Roboter-Invasion. Voll witzig, wie du gelacht. Ja, geile Sonne. Alter, jedes Mal, wenn sie einen auf geile Sonne macht, dann hören wir auf, mit ihr zu reden. Hör auf geile Sonne zu machen. Rede über Roboter-Invasion. Redet generell Film. Mehr über Roboter-Invasion, ja. Bitte. Versucht, über Roboter-Invasion zu reden. Versucht, nachzurobotern. Nachzurobben. Ja. Zu robben. Zu robben. Versucht, nachzurobben. Publikumsfreundliche Geschichte erzählen. Wäre das publikumsfreundliche oder feindliche? Freundlich. Egal. Ja, dann Kompliment über Outfit machen. Weil das ist schon, das unterstützt das schon Argumente. Schon das kann gut, man ja. Ganz gut sagen. Lama! Ding Dong, Schnickeli! Kaputt, dann gab's Geld. Nein, 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 nein. Nein, ich kann Kokettenwitz machen, rast dich aus. Dann kriegt er mal noch wieder einen anderen Eifersuchtsanfall. Okay, zu spät, du hast schon Schlauchbootlippen, witzig. Das mochte die gar nicht. Oh, die steht nicht auf dich, okay. Oh, umso besser. Oh, fuck, jetzt ist sie beschämt. Na gut, dass wir es nicht schlecht hinkriegen, wir eine andere Bohne von ihr. Willst du die Runde schätzen? Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Du machst Sachen. Ich weiß es nicht. Aber dein Sim, was ist, da gäbe es doch lustigere Dinge. Ich weiß es nicht. Der erzählt von irgendwelchen langen Teleskopen. Über Firmentrottel lustig machen, das ist gut. Mache ich mich dann um mich selbst lustig? Nee, ne? Nee, alles gut. Oh, ich hasse sie. Ich will, dass sie stirbt. Lustig. Klopf, klopf, Witz. Klopf, klopf, wer ist da? Magische Bohne? Obstkuchen. Magische Bohne, wer? Gib mir deine scheiß magische Bohne und verzieh dich. So, okay, jetzt kriegen wir es gleich. Wenigstens ist es jetzt wieder verspielt. Dann passt das schon mal mit der Stimme. Okay, sie. Oh, Kaffee wäre jetzt toll. Ach, brauche ich ja gar nicht mehr. Meine Photosynthese. Das Sonnenlicht, das erhält mich wie Koffein. Den ganzen Tag wach und so. Mega, oh, ja, finde ich voll lustig. Ja. Bohne, bitte. Naja, gut. Ich habe mich spontan mal umgezogen, gejoggt. Yay, andere Bohne. Okay, super, das hat ja schon mal ein bisschen funktioniert hier. Gibt es sonst noch mehr Grünes? Ich glaube, mir geht's gerade nicht so gut, oder? Du hast Hunger. Ja, lass mich doch einfach mal an so einer Bohne knabbern. Hier läuft ein Gärtner rum. Moritz Kreitz ist Gärtner. Was ist meine Banane? Was macht Alexi Bexi denn da in so Gammelklamotten? Guck mal, der hat voll die Gammelklamotten an. Wieso hat der Lexi Bexi diese Gammelklamotten an? Woher hatten der die? Das weiß ich nicht. Da habe ich einen Staubsauger Vertreter geklaut. Habe ich aufgegessen und dann... Alles klar. Okay, Dinge sind passiert. Typischer Abgang. Ja, das, so kennen wir Alexi Bexi, ne? Selbstfahrende magische Autos und solche Sachen. Dein Sim ist... Ich hab nichts angeklickt. Ich hab wirklich nichts angeklickt. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich hab nichts angeklickt. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Den Nemesis. Ich wollte keinen Ladebildschirm. Ich hab wirklich... Ich schwöre, ich hab nichts angeklickt. Bin wieder zu Hause? Wieso? Bist du... Ach du... Bist bei der Arbeit. She will come. When she's run out of young love.